Spurensuche heißt das Thema dieser Ausstellung und sie begibt sich auf die Spuren Hjalmar Thelens. Wer war dieser Mann? Das Selbstporträt zeigt, wie er sich selbst sah. Das hier gezeigte stammt aus einer Serie von 7 ähnlich gestalteten Selbstporträts, alle Aquarell auf einem naturweißen Malgrund. Sie sind in unterschiedlichen Farbstimmungen gehalten und zeigen Hjalmar in verschiedenen Stimmungen. Dieses ist eines von 2, die er signiert und mit einer Jahreszahl versehen hat, und das werte ich als Hinweis darauf, dass er mit diesem Bild recht zufrieden war, er sich also selbst darin wiedererkannte. An den leicht zusammengezogenen Augenbrauen erkenne ich Konzentration und Ernsthaftigkeit, sein Mund verrät aber auch, dass er nicht angespannt oder zornig ist. Er erscheint mir einfach sehr fokussiert, auf was auch immer. Die Fotografie, die ich dem Bild gegenübergestellt habe, ist ein Schnappschuss, den unsere Schwester Sonja 2010 bei einem gemeinsamen Urlaub eingefangen hat. Sie zeigt Hjalmar in einem eher untypischen Moment, völlig entspannt und gelöst, voll gelassener Heiterkeit und innerer Freude. Diese Straßenmalerin ist vielleicht gar keine Straßenmalerin, sondern eine Künstlerin, die ihre Arbeiten auf einem Künstlerflohmarkt feilbietet. Hjalmar kannte die Frau vermutlich, denn es finden sich einige Arbeiten von einer Frau mit Cowboyhut, langen Haaren und Stiefeln, was ja eher ein ungewöhnliches Styling ist, in seinem Werk. Und Künstlerflohmärkte besuchte er auch ganz gerne, sodass er sie möglicherweise von so einem Markt kannte. Was diese Frau in Jeans, Stiefeln, einem roten Mantel und einer blauen Kappe auf dem Kopf vorhat, wissen wir nicht. Oder worauf sie wartet. Auf jeden Fall ist sie mit ihrem unkonventionellen androgynen Stil eine interessante Person. Und eigentlich könnten beide Frauen auch jetzt genau hier auf diesen Stühlen sitzen und auf eine Verhandlung warten. Der Blick des Malers auf seine Welt zeigt sich bereits beim Blick auf die Bilder, die er von seinem nächsten Umfeld gemalt hat. Hjalmar lebte in einer sehr schlichten Zwei-Zimmer-Wohnung im Hinterhaus eines wenig gepflegten Mietkomplexes in der Sprengelstraße im Berliner Wedding. Wackelige Überputzsteckdosen, Kohleöfen und eine nicht beheizbare Nasszelle. Dieses Bild des Hinterhofs, auf den er von seinem Balkon blickte, zeigt eine echte urbane Idylle. Viel Grün und mit bunten Pflanzen dekorierte Balkone. Damit fällt sein Blick vom Balkon deutlich freundlicher aus als der der Fotografie, die er selbst 2008 anfertigte. Das jeweils rechts unten im Bild befindliche Gebäudeteil mit dem seltsam schrägen Dach lässt aber erkennen, dass es sich um denselben Komplex handelt. Bei diesem zweiten Blick in den Hinterhof der Sprengelstraße nimmt Hjalmar den mächtigen Baum in den Fokus, der auch seine Fotografie dominiert. Im Kontrast zu diesem beeindruckenden Naturdenkmal steht die zarte Farbgebung des Gebäudes, welche das ganze Bild anmutig erscheinen lässt. Auch auf diesem Bild würde man den Hinterhof, den man auf dem Foto sieht, nicht unbedingt wiedererkennen. Dieses Bild hielt ich lange für die Ansicht eines Dorfes irgendwo in Brandenburg. Die idyllische Lage am Wasser, ein Kirchlein im Hintergrund, Überlandleitungen, doch unmöglich zu finden. Dass ich das Motiv doch gefunden habe, war ein Zufall. Auf dem Foto eines anderen Objekts erkannte ich plötzlich eine große Ähnlichkeit zwischen der zufällig auf das Bild geratenen Häuserzeile und Hjalmars Bild. Es zeigt den Blick vom Moabiter Ufer des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals auf die Bebauung an der Straße namens Nordufer in Wedding, etwa auf Höhe des Torfstraßenstegs. Das helle Gebäude im Hintergrund ist keine Kirche, sondern das Zementsilo im Westhafen. Der Freileitungsmast wurde in den letzten Jahren zurückgebaut. Übrigens, ein paar hundert Meter weiter oben am Nordufer sitzt das Robert-Koch-Institut. Bei dieser Brücke mit den charakteristischen blauen Streifen handelt es sich um die namenlose Eisenbahnbrücke, die nördlich der Fennbrücke den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal überquert. Die Brücke selbst zu finden ist nicht so schwierig, diese Perspektive zu finden dagegen schon.
Auch das war ein Zufall. Man sieht sie nämlich vom Friedrich-Krause-Ufer aus der Zufahrt zum Parkplatz des Aldi-Marktes. Die Eisenbahnbrücke überbrückt hier die Perleberger Straße, die man eigentlich, wenn man auf ihr ist, nicht so recht als Brücke wahrnimmt. Die Perleberger Straße wird im weiteren Verlauf zur Fennstraße und diese dann ihrerseits zur Fennbrücke. Und die Fennbrücke, die überquert dann eben auch wieder den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Dieses ist eines von zwei Bildern, die Hjalmar Thelen von einem Gebäudekomplex in der Lehrter Straße in Moabit, unweit des neuen Berliner Hauptbahnhofs, angefertigt hat. Der Komplex wurde zwischen 1871 und 1873 von der Magdeburger Halberstädter Bahn für Eisenbahnerfamilien erbaut. Bildern auf Google Street View aus dem Jahr 2009 kann man entnehmen, dass die Häuser damals Schauplatz eines Mieterkampfes waren. Vielleicht hatte das Hjalmars Aufmerksamkeit erregt. Zumindest aber der damals recht prominent vor dem Haus stehende Baum hat ihn offensichtlich beeindruckt. Entdeckt habe ich dieses Vorbild von Hjalmars Arbeiten ganz zufällig. Das Hotel, in dem wir damals bei einer Recherchereise unterkamen, steht direkt gegenüber. Nun gibt es sicher noch andere Altbauten in Berlin, die gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Mich überzeugen die Details unmittelbar unter dem Dach. Unterhalb der obersten Fensterreihe verläuft ein dunklerer Sims. Oberhalb dieser Fensterreihe finden sich kleine, treppenförmige Vorsprünge, ebenfalls in einem dunklen Ton, auf dem der vorspringende Dachsockel ruht, und in diesem Sockel befinden sich über den Fenstern paarweise angeordnete schießschartenartige Öffnungen. Alle diese Details findet man auf Hjalmars Bild wieder, auf dem realistischeren der beiden. Bei seiner expressiveren Variante fallen derlei Details dann doch weg. Nun, an ihrem Ende jedenfalls, trifft die Lehrter Straße auf die Perleberger Straße und dort steht das Jobcenter Berlin-Mitte, ein interessanter Bau mit einer leicht gesprungenen Fassade, das im Volksmund auch Blaues Haus genannt wird. Tatsächlich handelt es sich bei dem Rücksprung im unteren Gebäudeteil nicht um einen Sprung über die ganze Hausbreite, wie es auf Hjalmars Aquarell erscheinen will, sondern nur um einen teilweisen. Dass es auf dem Aquarell anders erscheint, liegt daran, dass Hjalmar einen Brückenpfosten so platziert hat, dass er einen Teil der Fassade verdeckt. Das Bild dieser Turmspitze war mir ein Rätsel. Davon ausgehend, dass es sich um eine Kirchturmspitze handelte, habe ich mir im Internet unzählige Kirchtürme in Berlin angeschaut, ohne fündig zu werden. Doch als ich auf einer Recherchereise vom Berliner Hauptbahnhof am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal Richtung Hjalmars Wohnung ging, erblickte ich sie plötzlich in der Ferne. Doch keine Kirche. Das Türmchen schmückt das Portal der Elektrizitätswerke Moabit am Friedrich-Krause-Ufer. Das lichte Gebäude im Hintergrund ist der Kraftwerkskomplex und wenn man weiß, was man sieht, erkennt man auch den Schornstein eines Kraftwerks. Unverkennbar der Kragen, der sich um die Turmspitze windet, wie ein Schal um den Hals. Am Rande bemerkt, auf dem Foto, das ich gleich nach Entdeckung des Türmchens von selbigen mit meinem Handy schoss, entdeckte ich später auch das Bild vom Nordufer Wedding, das ebenfalls in der Ausstellung gezeigt wird. Ich nenne sowas gerne Beifang. Das Vorbild des Bildes mit dem wunderschönen Backsteinportal fand ich dann auch gleich unter der Turmspitze. Es handelt sich um die alte Turbinenhalle der Elektrizitätswerke Moabit. Dort steht heute keine Turbine mehr, sie wird stattdessen als Event-Location benutzt. Auch dieses Portal habe ich lange gesucht. Nach entsprechenden Tipps habe ich das Gelände der Kulturfabrik, der alten AEG und der Charité abgeklappert. Ohne Erfolg. Dass es sich nun um das richtige Portal handelt, erkennt man daran, dass Anzahl, Form und Platzierung der Fenster stimmen, dass die Proportionen passen und auch an den verspielten historischen Laternen, die vor dem Portal stehen. Die Fotos stammen übrigens von meiner Tochter Linda, die sich anlässlich einer Berlin-Reise bereit erklärt hatte, meine leider schlechten Fotos durch bessere zu ersetzen. Noch ein interessantes Detail: Obwohl in Wirklichkeit Portal und Turm die gleiche Farbe haben, sie gehören ja auch zu demselben Gebäude, hat sich Hjalmar dafür entschieden, unterschiedliche Farben zu verwenden.
Dieser Wohnblock, auch in der Wirklichkeit in hellem Gelb angelegt, scheint idyllisch am Stadtrand gelegen. Die interessante Architektur mit den Vorsprüngen, die in viele Wohnungen viel Licht lässt, würde man in einer der zahlreichen Berliner Großsiedlungen suchen, beispielsweise in der Großsiedlung Britz, der Wohnstadt Karlegien oder in Siemensstadt. Nichts davon stimmt. Dieser Block befindet sich als Solitär am Friedrich-Krause-Ufer in Moabit, also am Ufer des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals. An den verbleibenden drei Seiten ist er von Bahntrassen umschlossen. Dort, wo man auf dem Bild eine riesige grüne Freifläche vermutet, befindet sich ein Aldi-Markt, den es womöglich zu dem Zeitpunkt, als das Bild entstand, noch nicht gab. Das Motiv entdeckte ich sozusagen im Vorbeiradeln. Der gelbe Wohnblock am Friedrich-Krause-Ufer hat Hjalmar zweimal zum Malen angeregt. Diese Variante imponiert mit kompromisslosen, starken und eindeutigen Farben, was für Hjalmars Arbeiten eher untypisch ist. Es ist allem Anschein nach später entstanden als das andere Bild desselben Wohnblocks, denn hier befindet sich vor der Mauer, die er in kräftigem Pink angelegt hat, keine Grünfläche mehr, sondern möglicherweise der bereits erwähnte Parkplatz des Aldi-Marktes. Auf dem Foto, 2020 von mir angefertigt, ist unverkennbar ein großer Parkplatz statt einer Grünfläche zu sehen, aber die wunderbaren Bäume, die die Gebäude auf Hjalmars Bildern prägen, stehen immer noch genau da, wo er sie gemalt hatte. Brücken gibt es in Berlin wie Sand am Meer, und genau diese zu finden, konnte ich nur dem Zufall überlassen. Dieser kam mir auch zur Hilfe. Ich fand sie, als ich zu Fuß am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal in Richtung Hjalmars Wohnung ging. Ganz klar, die Poller auf der rechten Seite, der Brückenbogen, das rote Gebäude am linken Ufer, heute mit einer Bauplane verkleidet, der mittlere Brückenpfeiler. Die Kieler Brücke, die hier primär zu sehen ist, verbindet als Fußgängerbrücke seit 1994 das ehemalige West-Berlin auf der linken Seite mit dem ehemaligen Ost-Berlin rechts. Sie befindet sich am südlichen Ende des Nordhafenbeckens und überspannt den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Auf Hjalmars Bild will es scheinen, als ruhte sie in der Mitte auf einem Brückenpfeiler. Dem ist in Wirklichkeit nicht so. Auf dem Foto erkennt man, dass der Brückenpfeiler von der wenig attraktiven Nordhafenbrücke stammt, die wenige Meter weiter nördlich den Kraftfahrzeugverkehr über den Kanal führt. Eine optische Täuschung. Was man auch sieht, der Grünbereich, der zu der Zeit, als Hjalmar das Bild malte, noch existierte, ist einem Neubauprojekt gewichen. Vor dem Fall der Mauer war dies wohl trotz der Nähe zum Wasser keine besonders begehrte Lage, denn man blickte direkt auf die Berliner Mauer. Das moderne Gebäude, das hier so verträumt mitten im Grünen liegt, existiert nicht mehr. Es lag auch nicht idyllisch im Grünen, sondern hinter der Autobahnanschlussstelle Beusselstraße an der Seestraße, gegenüber des Westhafens. Es handelte sich um eine Tankstelle, die heute noch, 2020, auf Google Street View zu sehen ist. Gefunden habe ich das Motiv also nicht vor Ort, sondern auf einer Speicherkarte in einem Fotoapparat, den unsere Schwester Sonja in Hjalmars Nachlass gefunden hatte. Dort gab es dieses Foto einer Tankstelle. Den Ort konnte ich eingrenzen, denn in den wenigen Minuten zuvor hatte Hjalmar im Westhafen fotografiert. Also bin ich auf Google Street View spazieren gegangen und, dem deutschen Datenschutz sei Dank, da dort seit 2010 keine neuen Fotos eingestellt wurden, fand ich dort den alten Zustand vor. Vor Ort sieht es heute übrigens so aus. Auf Hjalmars Foto sieht man auch noch Freileitungsmasten. Die gehören zu derselben Trasse wie der Freileitungsmast auf dem Bild vom Nordufer Wedding. Und so existieren auch diese Masten heute nicht mehr. Ein altes Backsteingebäude an einem Gewässer. Vielleicht eine Mühle irgendwo auf dem Land.
Könnte sein, es ist viel Grün zu sehen und ganz links ein veralteter Strommast. Doch es handelt sich um ein Gebäude im Berliner Westhafen, dem größten Hafen Berlins. In diesem Anfang des 20. Jahrhunderts erbauten Hafen finden sich gleich mehrere beeindruckende Backsteingebäude, Lagerhallen und Verwaltungsgebäude, die öfter als Fotomotive dienen. Dieses Gebäude zählt nicht dazu. Ich entdeckte es zufällig auf dem Weg mit dem Fahrrad Richtung Charlottenburg. Wie dieses Gebäude heißt, fand ich dann über die Seite des Berliner Fotografen Roland Falk heraus, der eine ähnliche Vorliebe für die Berliner Aufsehenswürdigkeiten wie Hjalmar hat. Ach ja, gegenüber befand sich früher eine Tankstelle. Und der Pegelturm war das Objekt, das Hjalmar vor der Tankstelle fotografiert hatte. Fährt man hinter dem Pegelturm um den Westhafen herum, kommt man auf die Erna-Samuel-Straße, die im weiteren Verlauf Ellen-Epstein-Straße heißt. Dort trifft man auf dieses Vattenfall-Kraftwerk. Es steht in Moabit auf einem Gelände zwischen Friedrich-Krause-Ufer und Ellen-Epstein-Straße und damit in demselben Industriepark wie die Turbinenhalle mit dem Türmchen. Seit 1900 befindet sich hier ein Kraftwerk. Früher wurde die Energie in der Turbinenhalle erzeugt, heute wird sie mittels Steinkohle und Biomasse in moderneren Kraftwerken gewonnen. Den Schornstein des Kraftwerks sieht man auch auf Hjalmars Bild von der Turmspitze, die die Fassade der Turbinenhalle schmückt. Eine weite, offene Landschaft mit unendlichem Himmel. Eine Küstenlandschaft. Das dachte ich zunächst, doch es handelt sich um das Tempelhofer Feld, einen der ehemaligen Flughäfen Berlins, der heute als Freizeitgelände dient. Von unten etwa auf einem Drittel der Bildhöhe und zwei Fünftel von links kann man ein winziges Flugzeug sehen. Ein solches steht auch heute auf dem Tempelhofer Feld, wenn auch an anderer Stelle. Auch das Flughafengebäude ist erkennbar. Da sieht man den Kopfbau West, die Dächer der Treppenhäuser, und auf einem dieser Dächer eine Radarantenne. Typisch für Hjalmar ist, dass er die auf vielen Fotografien verewigte und weithin bekannte Radaranlage hier rechts ebenso weggelassen hat wie den Fernsehturm auf dem Alexanderplatz und trotzdem genug Hinweise gelassen hat, um den Schauplatz zu erkennen. Den Originalschauplatz zu diesem Bild habe ich noch nicht gefunden, aber das Bild gefällt mir unabhängig davon ausnehmend gut. Es wird dominiert von einem leuchtend gelb bewachsenen Hang, vielleicht Ginster, auf dem ein Gebäudeklotz, ein Kraftwerk, thront. Vor dem Gebäude scheint sich eine Eisenbahntrasse zu befinden, denn man sieht zwei Oberleitungsmasten. Es gibt also genug Anhaltspunkte, um das Motiv zu identifizieren, sobald es mir über den Weg läuft. Oder ich ihm. Dieses alte Gebäude mit der charakteristischen Werbeaufschrift für den Baustoffhändler Kluwe ist von der A100 auf der Rudolf-Wissel-Brücke gut zu sehen und den Berlinern daher auch weithin bekannt. Es befindet sich auf der Schleuseninsel in Charlottenburg. Weniger bekannt ist, dass es sich bei dem Gebäude um das Atelierhaus am Nonnendamm handelt. Es gehört dem Bezirk Charlottenburg, der dort günstige Künstlerateliers zur Verfügung stellt. Bei diesem Bild wusste ich also, wo ich suchen muss, denn das Haus ist leicht zu identifizieren. Und so radelten wir zur Schleuseninsel. Auf dem Weg zum Atelierhaus, das nur über eine einzige Zufahrt erreichbar ist, kommt man unter der Rudolf-Wissel-Brücke an dieser Szene vorbei. Dort stehen mindestens seit 2008 ein gelber und ein grüner Baucontainer. Ein farbenfroher Hingucker. Anhand dieser bunten Kleckse habe ich überhaupt nur erkannt, dass wir hier gerade durch eines von Hjalmars Motiven radelten. Vergleicht man Foto und Bild, erkennt man aber auch denselben kugeligen Baum. Anhand des Fotos erkannte ich dann auch, dass eine ältere Pastellkreidezeichnung ebenfalls die Situation unter der Rudolf-Wissel-Brücke zeigt. Hier leicht erkennbar am Profil der Brücke,
an den charakteristischen Brückenpfeilern und auch wieder an dem kugeligen Baum. Diese Zeichnung muss aber älter sein als das Bild mit den Baucontainern, denn die stehen hier noch nicht unter der Brücke. Auf der Charlottenburger Schleuseninsel befindet sich nicht nur das Atelierhaus am Nonnendamm, sondern auch ein hübsch angelegter Spazierweg, der von Findlingen gesäumt wird. Auch eine zufällige Entdeckung, als wir wegen des Atelierhauses auf der Insel waren. Auf Hjalmars Bild ist das Bäumchen noch sehr jung. Seit er es gemalt hat, ist es ganz ordentlich gewachsen. Auch dieses scheinbar ländliche Motiv befindet sich nicht fernab der Zivilisation, sondern mitten in einer Millionenstadt. Bei einem Blick nach Süden von der Schleuseninsel kann man auf der anderen Seite der Spree, nördlich des Schlossgartens in Charlottenburg, eine Eisenbahnbrücke erkennen. Diese führt nicht etwa über die Spree, sondern über eine andere Eisenbahntrasse, was aber von der Schleuseninsel aus nicht zu erkennen ist. Diesen Blick hat Hjalmar eingefangen. Mein Foto von der Brücke habe ich aber aus einer anderen Perspektive angefertigt. Ich hatte Hjalmars Bild nicht ganz richtig im Kopf und auch nicht dabei, um zu spicken. Der wilde Baum aber steht tatsächlich auf der Schleuseninsel. Der wilde Baum auf diesem Bild rechts lässt es auch denkbar erscheinen, dass es dieselbe Eisenbahnbrücke ist, die auch auf dem anderen Bild zu sehen ist. Die Perspektive wäre aber nicht die gleiche. Wo sich dieses bewaldete Ufer mit dem üppigen Wildwuchs befindet, ist mir noch nicht bekannt, auch wenn es mich ein bisschen an die Schleuseninsel erinnert. Immerhin erlaubt das dem Betrachter, sich überall hin zu träumen. Dieses malerische Bild leerer Paddelboote auf einem See stammt aus einer Serie von Bildern, die Hjalmar vom Berliner Tiergarten gezeichnet hat. Alle mit Pastellkreide auf rotem Untergrund. Der Tiergarten, Berlins großer, zentraler Park, ist ein in der Bevölkerung sehr beliebtes Freizeitgelände. Hier kann man nicht nur joggen, Fahrrad fahren und in der Sonne liegen, sondern eben auch mit Booten auf einem See paddeln. Hjalmars Bild entstand wohl an einem Tag, an dem wenig Nachfrage nach den Booten herrschte, so wie auch dieses Foto, das meine Tochter Linda für mich und für diese Ausstellung angefertigt hat. Ein weiteres Highlight, das sich im Tierpark großer Beliebtheit erfreut, ist das unweit des Bootsverleihs befindliche Café und Restaurant mit großem, geradezu bayerisch anmutendem Biergarten mit dem naheliegenden Namen Café am Neuen See, in dem man im Sommer wunderbar die Zeit verbringen kann. Man erkennt es sehr gut an dem Pagodendach über einem Teil der Terrasse, das auch auf diesem Bild von Linda gut zu erkennen ist. Das Café hatte an diesem Tag ebenso wenig Publikum wie der Paddelbootverleih und auch Hjalmar dürfte sein Bild des Cafés am selben Tag gezeichnet haben wie den verwaisten Paddelbootverleih, denn bei ihm ist ebenfalls im Café keine Menschenseele zu erblicken. Diese zarte Pastellkreidezeichnung zeigt eine Siedlung in lichtem Gelb, die allem Anschein nach am Stadtrand oder zumindest unmittelbar am Grünen gelegen ist. Es ist ein wunderbar sonniger Tag und ich kann mir gut vorstellen, wie Hjalmar sich auf dieser Wiese in diesem Schatten, der hier unten am Bildrand zu sehen ist, ein schönes Plätzchen ausgesucht hat, um dort den Tag zu verbringen und zu malen. Diesen Platz habe ich aber noch nicht gefunden. Dieser Wohnblock steht scheinbar für sich in einer wunderbar grünen Umgebung. Zwischen der Baumreihe vor den Häusern und der Grünfläche am unteren Bildrand befindet sich ein rosa-violetter Streifen, eventuell ein Kanal oder ein Flüsschen. Hjalmar hatte ja dieses Talent, das Schöne gerade da herauszuarbeiten, wo viele andere gar nicht erst hinsehen. Und so ist es immer wieder spannend, die Orte zu entdecken, die er für sich entdeckt hat. Es braucht einen Moment, bis sich dieses Motiv erschließt. Am besten lässt es sich aus etwas Distanz erkennen. Es ist eine Kanalmauer aus Backstein. Im Wasser spiegeln sich Pflanzen, die an der Grenze von Wasser und Mauer ein Plätzchen für sich gefunden haben. Auf der Wasserseite ist die Mauer da, wo sich vermutlich ein Fußweg oder eine Straße befinden, bepflanzt. Und im Hintergrund erkennt man die blau schimmernde Glasfassade eines modernen Gebäudes.
Hier finden sich also ziemlich eindeutige Hinweise, anhand derer sich das Motiv für dieses Bild zuordnen lassen sollte, wenn ich es gefunden habe. Ein unglaublich stimmungsvolles Bild einer Kanallandschaft in der späten Dämmerung. Wie bei vielen Bildern Hjalmar Thelens empfiehlt es sich auch hier, ein paar Schritte zurückzutreten, um es auf sich wirken zu lassen. Es offenbart sich dann eine ungeahnte räumliche Tiefe. Solche Lasttröge liegen in Berlin übrigens allenthalben an den Ufern der Kanäle, aber immer wieder an anderen Stellen und sie verschwinden auch wieder und liegen woanders. Insofern ist das Bild ziemlich unspezifisch und es wird vermutlich und darf daher auch gerne für immer ein Rätsel bleiben. Das Ufer eines Sees mit üppigem Bewuchs. Im Hintergrund sieht man eine Landzunge, hinter der sich wiederum eine Wasserfläche zu befinden scheint. Am liebsten möchte man sein Laken ausbreiten und den ganzen Tag dort bleiben. Hjalmar mochte besonders den Tegeler See, aber auch Griebnitzsee und Großer Müggelsee zählten zu seinen bevorzugten Ecken. Irgendwo an einem der Berliner Seen oder in der näheren Umgebung dürfte sich dieses Ufer befinden. Ein Park. Dichtes Grün. Eine Lichtung mit Schatten. Und ganz hinten, wo sich die auf beiden Seiten stehenden Bäume in der Ferne vereinigen, steht eine winzige Frau im weißen Sommerkleid mit einer roten Handtasche. Sie steht, sie geht nicht. Sie scheint etwas zu beobachten. Und vorne im Schatten hat vielleicht der Maler sein Lager aufgeschlagen, die Frau beobachtend und sie auf sein Bild bannend. Hjalmar hat sehr viel mit dem Bleistift gearbeitet. Diese Gruppe von vier Musikern ist ein Beispiel. Es gibt den Gitarristen, einen Tamburinspieler, einen Trommler und eine Klarinettistin. Die vier machen wohl gerade eine Pause, jedenfalls spielt keiner von ihnen. Hjalmar hat nicht gemalt, worauf sie sitzen, denn das spielt keine Rolle. Dass sie sich nicht in einem geschlossenen Raum befinden, erkennt man an ihrer Kleidung. Jacken, Mützen, Schals. Und an ihren Gesichtern sieht man, dass das Leben als Straßenmusiker kein leichtes Brot ist. Hjalmar selbst hatte anfangs, als er sich in Berlin mit Schauspielerei und Varieté beschäftigte, ausprobiert, wie es sich anfühlt, auf der Straße zu arbeiten. Und ich selbst bin sogar einmal mit ihm und ein paar seiner Freunde nach Avignon zu einem Straßentheaterfestival gefahren. Ich denke, dass er große Empathie für Menschen hatte, die ihr Brot auf diese Art und Weise verdienen. Und ich empfinde seine Bilder auch als Ausdruck von Wertschätzung und Respekt. Nach dem Vorbild für dieses Motiv musste ich nicht suchen. Ich kenne und schätze sie nämlich schon seit fast 40 Jahren. Heike ist die Frau, mit der Hjalmar Thelen 1983 zusammen nach Berlin ging. Obwohl die Liebesbeziehung nicht hielt, war sie bis zuletzt seine beste Freundin. In den letzten Jahren saß sie ihm regelmäßig Modell. Es existieren zahlreiche Bilder von ihr in verschiedenen Techniken. Wie alle Frauen auf Hjalmars Porträts, mit Ausnahme von einem, schaut Heike hier ernst und konzentriert, gelassen und selbstsicher. Das gefällt mir gut. Bei Hjalmars Frauenbildern findet man keine groß aufgerissenen Augen, Schmollmünder und lasziven Blicke, also Personen, die sich inszenieren, um zu gefallen, sondern erwachsene Menschen. Auch nach diesen Persönlichkeiten musste ich nicht suchen. Da sind zum einen zwei Künstler. Wolf Biermann, der deutsche Liedermacher und Lyriker, der 1976 aus der DDR ausgebürgert wurde. Und der große Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Thomas Mann in jüngeren Jahren. Dann haben wir als Politiker den ehemaligen Präsidenten und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages Wolfgang Thierse und, wie ich denke, ein Porträt einer jüngeren Andrea Nahles. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber es würde einfach zu Hjalmar passen.
Ich halte es auch nicht für zu weit hergeholt, wenn ich davon ausgehe, dass es sich bei diesen Persönlichkeiten um solche handelt, die er sehr geschätzt hat. Dieses hübsche Gebäude schien mir ein Museum oder ein Theater zu sein, doch es stellte sich heraus, dass es etwas ganz anderes ist. Dort, wo die Föhrer Brücke den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal überspannt, liegt von Wedding aus gesehen rechts von der Brücke die alte Turbinenhalle des Heizkraftwerks Moabit und links davon dieses alte Getreidesilo. Daneben steht übrigens ein Zementsilo, das ich auf dem Bild vom Nordufer in Wedding mal für eine Kirche gehalten hatte. Das ist eigentlich keine ausgesucht hübsche Gegend. Aber Hjalmar hat im Westhafen neben dem Getreidesilo weitere lohnende Motive gefunden. Neben dem Getreidesilo hatte es ihm auch der Zollspeicher angetan, ebenfalls einer der Zweckbauten in dem großen Industriehafen, der von der Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft Behala betrieben wird. Den Zollspeicher sieht man sehr gut, wenn man auf der Beuselstraße am Ende der A100 steht. Und wendet man sich dort nach rechts, sieht man auch den Pegelturm. Und links war früher mal eine Tankstelle. Hjalmar fand es dort offensichtlich schön. Tatsächlich gibt es dort am Wasser viel dichten, wilden Bewuchs, wo man seine Ruhe haben kann und von niemandem gestört wird. Eine Baustelle, gemalt aus der Froschperspektive. Ich kann mir gut vorstellen, wie Hjalmar unter der Brücke saß oder an der Staffelei stand, am Ufer eines Kanals oder vielleicht auch der Spree. Es liegt in der Natur von Baustellen, dass sie nicht von Dauer sind und so wird auch diese entweder nicht mehr existieren oder ganz anders aussehen. Gut möglich, dass es sich um eine Baustelle in Zusammenhang mit dem Neubau der S-Bahn-Linie 21 handelt, die auch im Sommer 2020 noch andauerten. Die Linie führt ganz in der Nähe seiner Wohnung entlang und das Projekt hatte ihn fasziniert. Im Mai 2008 schoss Hjalmar nach dem Zufallsprinzip eine Reihe von Schnappschüssen von dem Menschengetümmel am U-Bahnhof Hallisches Tor. Später suchte er sich aus diesen Fotos einzelne Details heraus, um sie zu malen. Wie diese beiden jungen Männer hier zum Beispiel, die achtlos aneinander vorbeilaufen. Eine faszinierend alltägliche Szene. Oder auch diese Frau, die, auf ihr Handy starrend, durch eine Unterführung eilt, ohne auf ihre Umgebung zu achten. Das war wohlgemerkt 2008. Das erste iPhone kam im November 2007 auf den Markt. Etwas anderes hat hier wohl Hjalmars Aufmerksamkeit erregt. Da läuft ein Mann mit Brille aus der Unterführung in die Sonne und auf seinem Brillenglas wird ihr Licht reflektiert. Und auch das ein Bild wie alle Tage. Ein Paar mit einem Buggy hastet am U-Bahnhof Hallisches Tor durch die Unterführung. Der weite Schritt des Mannes lässt vermuten, dass sie in Eile sind und auch sie scheinen einen regelrechten Tunnelblick zu haben. Und so sieht es an der Unterführung übrigens heute zu Corona-Zeiten aus. Abgesehen davon, dass hier gerade gebaut wird, ist keine Menschenseele zu sehen. Dreht man sich nun um 180 Grad, blickt man auf den eigentlichen U-Bahnhof, der heute ebenso verwaist da liegt. 2008 entstand hier das für mich schönste Bild von drei jungen Mädchen, die mitten auf dem Gehweg direkt unter einem Mülleimer hocken. Zumindest zwei von ihnen halten ein Handy in der Hand und doch sind sie einander zugewandt. Eine Klassenfahrt nach Berlin, Zeit zur freien Verfügung, die große Freiheit, das kam mir jedenfalls beim Anblick spontan in den Sinn und ich hoffe, die drei haben ihre Freiheit genossen. Im Rahmen meiner Suche nach den Vorbildern von Hjalmars Bildern folgte ich den Routen, die er vermutlich entlang der Kanäle und Flüsse auch auf seinen Wegen zu ferneren Zielen genommen haben könnte. Da er den Tegeler See liebte, ist er sicher auch mal mit dem Rad dorthin gefahren. Und auf diesem Weg liegt der Volkspark Jungfernheide, der selbst ein beliebtes Naherholungsgebiet ist. Dort findet sich ein See und an diesem ein Freibad und ein Strandbad und der Kulturbiergarten, den Hjalmar sicher auch das eine oder andere Mal angesteuert hat.
geht man beim Kulturbiergarten an das Ufer des Sees, offenbaren sich Bilder wie dieses. Auch Ansichten wie diese kann ich mir dort vorstellen, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Hjalmar auch mal an der Jungfernheide länger blieb, um zu malen, sodass dort mehrere Arbeiten entstanden sind. Allerdings finden sich solche Motive an vielen anderen Seen auch. Bei meiner Spurensuche wollte ich auch einmal den Ort kennenlernen, an dem Hjalmar manches Handwerkzeug gelernt hatte. Die Kunstschule Berlin. Dort traf ich nicht nur seine Lehrer Andrei Kirjokow und Wolf Seiler, sondern erkannte auch die Vorlagen einiger Stillleben, zum Beispiel zu den zwei Köpfen, die mich total faszinieren, aber irgendwie auch ratlos gelassen hatten. Auch die Vorlagen zu dem Stillleben in Gelb-Grün konnte ich entdecken. Hjalmar hat also nicht alles selbst austrinken müssen. Und auch die rote Laterne fand ich in dem Sammelsurium der Kunstschule, wobei eine rote Laterne als solche auch so ein tiefgründiges Motiv abgibt. Direkte Vorlagen zum Stillleben Blau oder besser Blau-Orange habe ich nicht entdeckt, wobei auch Blau-Orange zu kurz greift. Wenn man genau hinschaut auf die Bilder, findet man unendlich viele Farben. Wie auch immer, das Stillleben Blau-Orange ist wie die zwei Köpfe und die grünen Flaschen auch auf einem roséfarbenen Perlmuttpapier ausgeführt. Dieses Material gibt den Arbeiten einen ganz wunderbaren, feinen Schimmer, den man kaum wahrnimmt, der aber trotzdem wirkt. Und es ist einfach ein schönes Bild.